Herzlich willkommen im Mittelalter. Wir sind heute in Mindelheim zu Gast. 15.000 Einwohner hat die Stadt, aber 2.500 davon helfen mit, dass die Stadt wirklich so aussieht wie vor ein paar hundert Jahren. Mindelheim, das liegt auf halbem Weg zwischen München und Lindau, kurz vor Memmingen. Die Stadt ist zwar nicht groß, aber sie hat eine lange Geschichte. Die reicht zurück bis zu den Alemannen, also bis zu den Urschwaben. Und einer der berühmtesten Mindelheimer ist Georg von Frundsberg. Und nach ihm ist das Fest in den nächsten Tagen benannt, das Frundsbergfest. Georg von Frundsberg war im ausgehenden Mittelalter, also Anfang des 16. Jahrhunderts, ein großer Feldherr. Und einer, der sich besonders gut mit ihm auskennt und auch mit der Geschichte von Mindelheim, das ist der Christian Schädler. Grüß dich. Habe ich die Ehre. Der Christian Schädler ist der Kulturreferent, stimmt das? Kulturamtsleiter. Der Kulturamtsleiter von Mindelheim. Und er steht uns zur Verfügung, damit wir ein bisschen was erfahren aus der Zeit des Georg von Frundsberg. Außerdem sind wir gerade zu Gast bei euch in einem Lager der Landsknechte. Und das würde ich sagen, schauen wir uns als erstes einmal ein bisschen an. Ja, das tun wir. Und Sie müssen uns vielleicht einmal ein bisschen was erzählen. Was passiert denn in so einem Landsknechtslager? Im Landsknechtslager wird gelebt, wird gewohnt, werden die Kranken versorgt. Und für all das braucht man natürlich etwas zum Wohnen. Das sind hier die bunten Zelte, in denen die Landsknechte bei jeder Witterung, jeder Jahreszeit und manchmal jahrelang wohnen mussten. Also wenn die zum Kämpfen irgendwo unterwegs waren, dann haben sie in diesen Zelten wohnen müssen. Genau, da haben sie da herin gewohnt. Das ist immer gemütlich. Was gibt es noch alles in so einem Landsknechtslager? In einem Landsknechtslager braucht man was zum Feiern. Man braucht Stühle und Bänke. Und man braucht was natürlich auch, um man sich zwischendurch erfrischen kann, um man sich sauber machen kann. Einen Badezuber zum Beispiel, ein mittelalterlich. Und sowas haben wir auch da. Den müssen wir uns unbedingt auch anschauen. Und Sie müssen vor allem ein bisschen was erzählen. Ich stelle mir vor, dass das fürchterlich kalt wird in diesem Badezuber drin. Wenn die Herren da drin hocken, aber wenigstens sind sie gut versorgt. Sie haben was zum Trinken. Das ist auch typisch mittelalterlich. Man hatte ein Brett quer drüber. Man konnte trinken, man konnte essen. Man saß meistens nicht nur als Männer drin, sondern man saß gemischt drinnen. Und hat dann da auch zum Teil Spiele gemacht, Brettspiele und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Jetzt frage ich mich natürlich noch, wo hat denn der Chef gewohnt? Der Feldherr selbst? Der Feldherr selber hatte natürlich ein besseres Zelt. Das sieht man hier auch. Die Hauptleute haben etwas erhöht, so eine Art Bühne mit Zeltdach drüber. Und da konnten sie drin sitzen und konnten ihre Rüstungen aufbewahren und haben über alles den Überblick. Mindelheim im Mittelalter, das Frundsbergfest, nach dem berühmten Georg von Frundsberg benannt. Im Hintergrund, 11 Tage lang läuft das Fest in der Altstadt von Mindelheim. Wir sind jetzt außerhalb an der Stadtmauer. Wo sind wir denn eigentlich hier gerade? Wir sind jetzt mitten im Stadtgraben. Im Graben? Ja. Da war aber früher kein Landsknechtslager, oder? Da war kein, das wäre nicht möglich gewesen, da ist Wasser durchgelaufen. Das Fest dauert also 11 Tage lang und natürlich müssen die Mindelheimer, die daran teilnehmen, auch ein bisschen trainieren, damit sie nicht nur das Feiern beherrschen, sondern vor allem auch zum Beispiel das Kämpfen in der Schlacht. Ja. Und so ein Trainingslager, das war erst vor ein paar Wochen. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Und da schauen wir auch noch bei den Georg von Frundsberg an. Der war mit dabei? Der war mit dabei, der befehligt das Ganze. Wir sind jetzt außerhalb der Stadtmauern Mindelheims im Eichet. Das ist ein Wäldchen vor den Toren Mindelheims im Lager des Fähnleins Helfenstein. Hier werden die Langspieße, die Waffen der Landsknechte, ausgegeben. Und man sieht auch schon jede Menge Landsknechte, die sich da selber bedienen. Die müssen nämlich jetzt dann gleich antreten. Die treten an, um von ihrem Feldherrn gemustert zu werden. Und da ist er schon, Georg von Frundsberg. So sieht er aus. Und ein riesiger Spielmannszug, lauter Kinder. Lauter Kinder, das erinnert daran, dass unser Fest vor 150 Jahren als Kinderfest begonnen hat. Und hier sieht man die jüngste Pfeiferin unseres Festes. Der Feldwaibel rechts mit einer Waffe, die Entenschnabel heißt. Mittlerweile sind also nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene dabei. Heute haben wir Erwachsene und Kinder begeistert im Fest mitspielend. Und hier schreitet Georg von Frundsberg seine Soldaten ab? Genau, zusammen mit seiner Gattin Anna von Lodron inspiziert er seine Truppen. Graf Ludwig von Helfenstein, der Hauptmann dieses Fähnleins. Hier sieht man Oswald Fragensteiner, den Landsknechtdichter, der zwei große Schlachten bei Bicock und Pavia Frundsbergs beschrieben hat. Das Jagen für die Knechte des deutschen Kaisers! Also jeder Mindelheimer, der mitmacht, hat seine festgeschriebene Rolle. Jeder hat seine Rolle als Landsknecht oder als Adliger im Dienste, damals, so spielen wir, des Kaisers Karls V. Und man sieht auch farbenprächtige Kostüme, die Trommler,
Die Trommler sind besonders wichtig. Die Trommler waren praktisch der Lautsprecherersatz. Die haben ihre Signale gegeben, damit die Landsknechte wussten, was sie tun sollen. Hier ist Anna von Lodron, die zweite Gattin, Georg von Frundsbergs im herrlichen höfischen Kostüm in rotem Samt und Brokat. Hat das damals auch so ausgeschaut? Das hat damals auch so ausgeschaut. Es ist nach einem Gemälde nachgeschneidert. Und die Dame nebenan? Das ist wohl eine höfische Freundin von ihr, auch eine Adelige. In so einem Lager, hätte ich mir nicht gedacht, wird auch gefeiert. Natürlich, Leben und Tod lagen damals ganz nah beisammen. Und um sich die Zeit zu versüßen, hat man mit Drehleier, wie man sie hier sieht, oder mit Sackpfeife vorher Musik gemacht. Graf Helfenstein geht jetzt zum Zelt des Obristen. Denn jetzt wird's ernst. Im Zelt wird Georg von Frundsberg nämlich angekleidet. Er kriegt seinen Harnisch angezogen, hier den Brustpanzer, die Halsberge, die trägt er schon. Das Ganze ist massives Eisen. Es ist aus der Platte herausgetrieben von einem Plattner, einem Rüstungsmacher. Er hat drunter schon so einen dicken Mantel an. Er hat einen Gambeson an. Das ist ein Anzug aus Leder, der gepolstert ist, um die schwere Rüstung und die Schläge, die draufkommen, abzufedern. Guck mal, und hier sieht man, wie detailversessen die Mindelheimer sind. Also selbst beim Tanz des Volkes wird auch noch auf die kleinsten Kleinigkeiten, die Mützen von den Kindern, macht sie nur richtig noch. Bis ins letzte Detail. Wir sind wirklich detailversessen. Auch die Tänze sind recherchiert nach originalen Quellen, nach Beschreibungen und Bildern. Hier sind die Bauern beim Tanz zu sehen. Und Georg von Frundsberg kriegt derweil sogar noch ein Kettenhemd. Wie schwer wird denn das Ganze zum Schluss? Alles zusammen wiegt etwa 39 Kilo. Um Gottes Willen. Hier kommen die Beinschienen, um die Oberschenkel zu schützen vor Einstichen. Der kommt ja nie mehr raus. Nein, nur noch mit Hilfe von Knappen oder Knechten. Hier sieht man einen Zwiehänder oder eine Biedenhand, ein Schwert für den Nahkampf, das mit zwei Händen geführt wurde, der Katzbalger, das typische Landsknechtschwert, und zwei Rapiere. Eine ganz fürchterliche Waffe, der sogenannte Entenschnabel. Damit hat man Ritter vom Pferd geholt und die Rüstung aufgebrochen. Hier die Eisenhandschuhe Georgs von Frundsberg. Sie sind so feingliedrig gearbeitet, dass man damit sogar Klavier spielen könnte, wenn es nötig sein sollte. Und so gut gewappnet geht der Georg von Frundsberg jetzt in die Schlacht? Er könnte so in die Schlacht ziehen, aber er geht jetzt zum Kampfplatz, um seine Truppen zu inspizieren. Ah, und die haben sich ihrerseits schon bewaffnet und gehen jetzt wohin? Sie gehen zum Kampfplatz, um ihre Kampfeskraft zu erweisen. Zweikampf mit Rapieren. Mensch, das sieht ja alles unglaublich professionell aus. Habt ihr da Kämpfer gemietet, also Stuntman? Das ist unsere eigene Fechttruppe, die im Grunde ständig in Übung sein muss, um solche Kunststücke und akrobatischen Dinge zu zeigen. Hat was Gladiatorenhaftes, gell? Es erinnert daran, es endet bloß nicht tödlich. Sie kämpfen jetzt mit Rapieren und Dolchen. Und plötzlich passiert vor dem Lager was ganz was Außergewöhnliches. Ja, ein Angriff auf das frundsbergische Lager. Der Hauptmann der venezianischen Truppe, die jetzt vorhat, das Lager anzugreifen. Die Venezianer waren in den Kriegen immer wieder die Feinde Georg von Frundsbergs. Und jetzt sieht man wirklich, dass sie eine komplette Schlacht nachstellt, wie das abgelaufen ist damals. Ja, zuerst wird gegeneinander geschossen. Hier wird ein Handrohr geladen von einer Marketenderin. Die Frauen müssen arbeiten, die Herren dürfen schießen. Eine Hakenbüchse. Was nehmt ihr da für Munition her? Da wird Schwarzpulver genommen, echte Schwarzpulver. Die Marketenderin macht sich bereit zum Abschuss mit der Lunte. Die Frauen dürfen selber schießen. Das kam selten vor. Das ist die Pauline, eine Kanone gewesen. Und jetzt kommt's zum Nahkampf. Jetzt greifen die Venezianer an und die Helfensteiner und Frundsbergs Truppen antworten mit gesenkten Langspießen. Das muss ja alles choreografiert werden. Eine unglaubliche Feinarbeit. Dazu treffen sie sich sehr oft und das braucht eine lange Vorbereitungszeit, bis das alles steht. Aber Frundsbergs Truppen waren natürlich erfolgreich. Die waren siegreich, die Langspieße sind gegen die Gefangenen, das erbärmliche Häuflein in der Mitte, gesenkt. Und das ist der Hauptmann von den Venezianern. Was passiert mit dem? Der wird jetzt in die Schandgeige gesperrt, damit er endlich ein bisschen ruhiger wird.
Mach zu, bevor sie losreißt! Die Schandgeige ist praktisch die Vorläuferin der Handschellen, bloß ein bisschen wirksamer. Und wie sind die größer? Und größer. Da haben wir sie jetzt, diese Schandgeige. Kann man eigentlich sagen, was mit dem passiert ist, den sie da eingesperrt haben? Es kommt ganz darauf an, ob es ein Venezianer war, ein Italiener, dann haben sie ihn irgendwann freilassen. Wenn es ein Deutscher war, ein Landsknecht, der im Auftrag der Venezianer gekämpft hat. Ein Überläufer? Ein Überläufer, dann haben sie ihn einen Kopf kürzer gemacht. Oh oh. Weiß man eigentlich, kann man belegen, dass das wirklich ein Originalinstrument war, so eine Schandgeige? Solche Schandgeigen hat es gegeben, genau in dieser Art, größer und kleiner. Wir haben solche im Heimatmuseum bei uns auch. Das ist ein originales Teil. Wir sind mittlerweile ein bisschen weiter und sind in einem anderen Landsknechtslager. Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind im Lager des Fähnleins Frunsberg. Am Frunsberg sein eigenes Lager. Sie sagen immer Fähnlein. Was heißt denn Fähnlein? Fähnlein, das ist eine Landsknechtseinheit. Ca. 100, 120 Landsknechte unter einem Fähnlein. Und die hatten hier ihr Zuhause. Und die vom Feldherrn Frunsberg selber, das waren, glaube ich, die ersten, die sich in Mindelheim gegründet haben. 78 oder sowas? 76. 1976. Das älteste Fähnlein, das es bei uns gibt. Und die sind schon richtig in der Welt rumgekommen? Die waren schon auf der Stäubenparade, die sind weit rumgekommen, haben Mindelheim repräsentiert. In New York? Ja. Und wir schauen uns jetzt das Lager mal ein bisschen an. Schauen wir mal um. In dem Lager vom Georg von Frunsberg, da wird gefeiert, später vielleicht auch gesungen und es wird schon kräftig aufgekocht. Bei zwei hübschen jungen Damen, was macht's denn ihr da? Wir machen einen Eintopf. Einen? Mmh. Riecht schon damit zumindest schon mal lecker. Und wer seid ihr eigentlich? Wir sind Margitellen aus dem Frunsberg-Fähnlein. Herr Schädler, das Fähnlein Frunsberg, die Landsknechte, die werden gar nicht mehr lang da sein. Die machen sich jetzt nämlich dann bald auf, und zwar in die Innenstadt. Was passiert da? Gehen hinein zum Marienplatz, werden dort mal vorexerzieren, was so geht, und werden einen Igel zeigen. Das heißt, die Landsknechte begeben sich in die Mitte und nehmen die Stadt ein. Aber natürlich friedlich. Ganz und auch friedlich. Das schauen wir uns an. Mittlerweile sind wir in der Stadtmitte angekommen und von allen Seiten strömen jetzt schon die Landsknechte hierher. Es ist ein bisschen lauter geworden und wir haben schon einen von den Landsknechten mit der Stadtwache versammelt, neben uns stehen. Das ist aber, glaube ich, kein normaler Lanzer, sondern Sie sind schon ein Oberer. Was haben Sie für einen Rang? Ich bin Hauptmann und mein Name ist Franz von Kassel-Alt. Habe mit Frunsberg in Verona gedient und wir haben große Taten miteinander vollbracht. Im richtigen Leben heißt er eigentlich Hermann Schuster und ist der richtige oberste Organisator vom Frunsbergfest. Wie viele Landsknechte kommen denn da jetzt überhaupt aus den ganzen Lagern zusammengeströmt? Im Moment liegen wohl so um die 500 Landsknechte in Mindelheim. Und die besetzen jetzt die Stadt, noch sind sie friedlich, aber es wäre noch ein bisschen was von ihrer Kampfeskunst zeigen. Was können wir denn da gleich sehen? Ja, ich denke, dass sie taktische Formationen machen, dass sie einen Igel zeigen werden, dass sie eine Mauer machen werden. Was ist denn ein Igel? Ein Igel ist eine Verteidigungsformation. Da reihen sich die Knechte alle um ein Zentrum rundherum und dann werden die Spieße in alle Richtungen gefällt und das schaut dann aus wie ein Igel. Die Spieße sind 5 Meter lang. Die Pferde haben keine Chance, in den Igel einzubrechen. Das ist ein Ei!
aber Frauen auch. Der ganze Aufmarsch hier ist übrigens nur ein Vorgeschmack auf das, was am Sonntag passiert. Denn da ist der große Festumzug. Und dann marschieren nicht nur die Landsknechte, sondern alle 2500 Darsteller hier durch die Innenstadt von Mindelheim. Aber auch heute Abend ist noch einiges geboten. Und deswegen gehen wir jetzt zu einem Renaissancefest. Auf dem Weg ins mittelalterliche Zentrum von Mindelheim, da merkt man, in jeder Gasse ist bei euch was anderes los. Da hinten, da riecht so gut und hier wird gehämmert und geklopft. Was habt ihr denn da alles geboten? Also wir haben hier die Zunftstraße mit Handwerkern nach altem Vorbild. Wir haben einen Handwerkerhof, wir haben Hinterhoftheater, wir haben Musik in Kirchen und auf den Straßen, wir haben Schenken hinter fast jeder Ecke. Es ist für alle was und überall geboten. Und alle 2500 Mitglieder, die jetzt da beteiligt sind, was machen die im normalen Leben? Die haben ganz normale Berufe, sind Büroleute, sind Handwerker, Arbeiter oder im Krankenhaus, weiß Gott wo überall. Stellen die einen eigenen Beruf dann auch da? Also zum Beispiel einen Schmied, hat der wirklich eine Schmiede hier? Das gibt's bei uns auch, ja. Und Sie als Kulturamtsleiter haben auch so ein schwarzes, schönes Ornat an. Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Aus welcher Zeit ist denn das? Das ist ein Renaissance-Kostüm um 1540 und ist nach einem Vorbild von einem Georg Fugger geschnitten. Und machen Sie mit dem auch was? Ich muss jetzt dann gehen, ich muss jetzt dann Theater spielen. Na dann verabschieden wir uns derweil und sehen uns hoffentlich später wieder. Ja, für Gott. Mittlerweile sind wir beim Kloster Heiligkreuz angekommen. Das ist ein Franziskanerinnenkloster und es gibt schon seit 1456. Dass es das Kloster heute überhaupt noch gibt, verdankt es einem Zufall. Denn im Jahr 1803, zur Zeit der Säkularisation, als alle Klöster in Bayern eigentlich aufgelöst worden sind, hat man dieses Kloster einfach vergessen. Und im Innenhof, und das ist das Besondere, der ist wunderschön malerisch anzuschauen, findet jetzt ein Fest statt, wo die Mindelheimer einen Ball nachspielen, wie er beim Hofadel damals stattgefunden haben könnte. Und es wird auch der Kaiser zugegen sein, Karl V. Und genau in seiner Zeit befinden wir uns. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Und hier sehen wir schon den Kaiser, Karl V., auf dem Weg zum Fest, zusammen mit seiner Gemahlin. Mit seiner Gattin, der Kaiserin Isabella von Portugal. Und voraus gehen zwei Pagen mit Fackeln, mit Kerzen, Zeichen der hohen kaiserlichen Würde. Was wird an diesem Abend jetzt passieren auf dem Fest? Wir stellen ein Fest dar, wie es sich beispielsweise im Palast Jakob Fuggers des Reichen in Augsburg zugetragen hat, wo der europäische Hochadel mit dem Kaiser feiert, lacht, trinkt, sich freut, liebt, Eifersucht kommt vor und der Tod. Das heißt, einer muss sterben? Es muss keiner sterben, es gibt eine Eifersuchtsszene, aber es geht alles gut aus. Und alle, die jetzt auf der Bühne aufgestanden sind, um den Kaiser zu huldigen, sind auch Mindelheimer Laien, die das darstellen. Sind samt und sonders Mindelheimer und fast alle Laien. Hören wir doch einmal in diesen wunderschönen Abend in dem Hof hinein. Cantare
Das Renaissancefest haben wir also wieder verlassen und sind jetzt bei der Kirche St. Stephanus im sogenannten Handwerkerhof. Und der Christian Schädler ist auch wieder bei uns und jetzt im vollen Ornat. Schon prächtig ausgesehen auf der Bühne. Dankeschön. Jetzt sehen wir im Handwerkerhof die Handwerke, die zur damaligen Zeit alle hier vorhanden waren. Was sind wir denn da? Es ist ein Ausschnitt raus. Wir haben 26 Handwerke gehabt im 16. Jahrhundert. Darunter allein 18 Brauereien und 20 Metzger. Das war also eine relativ reiche Stadt. Das können wir hier natürlich in der Fülle nicht bieten. Aber das heißt, man kann schon sagen, die Mindelheimer Bevölkerung war mit den ganzen Handwerkern autark? Ja, völlig autark. Alles hat man in Mindelheim selber herstellen können. Kirchen und so weiter hat man alles selber gemacht. Das heißt, Belagerungszustände gut überstanden? Solange die Vorräte gereicht haben, schon. Wir schauen noch mal ein bisschen in den Handwerkerhof rein. Zum Glaser Michael Heid steht oben über diesem originalgetreuen Stadel drüber. Der Glaser ist auch noch ein Original? Der Glaser ist ein Original und ein originaler Glaser. Also er ist im richtigen Leben auch einer? Er ist im richtigen Leben auch einer und der macht hier Bleiverglasung, Putzenscheiben, wie man es damals auch gemacht hat. Es ist ja erstaunlich für mich, dass man das überhaupt noch kann, dieses alte Handwerk. So ein guter Handwerker wie der, der kann das natürlich. Also alle, die hier umeinander laufen bei euch in Mindelheim, sind eigentlich die Echten? Ja, alle Handwerker, die wir da haben, sind echte und sind im alltäglichen Leben meistens auch der Handwerker, den sie spielen. Weil wir gerade den Herrn neben Ihnen sehen, der hat eine, ich würde sagen, grüß Gott, eine Amtskette um. Sind Sie auch ein Echter? Sind Sie ein Bürgermeister? Ich bin der Bürgermeister Ulrich Zink aus dem Jahr 1511. Und das Gewand, das Sie anhaben und die Amtskette sind auch original aus der Zeit? Sicherlich. Jetzt muss ich gleich noch mal vorsichtig fragen. Sind Sie im richtigen Leben auch Bürgermeister? Natürlich, ich bin der richtige Bürgermeister von Mindelheim. Das heißt, dann sind Sie der Stefan Winter? So ist es. Ja, das freut mich. Hallo. Dann müssen Sie mir jetzt ein bisschen erzählen. Auf Ihrer Amtskette stehen, da steht Klang, da steht Gibt. Was heißt denn der ganze Spruch rundherum? Der ganze Spruch heißt, nur Einklang gibt Wohlklang. Das ist unser Mindelheimer Stadtspruch. Und mit dem geht es der Stadt schon seit Jahrhunderten gut. Und der steht auf Ihrer neuen Kette auch drauf? So ist es, ja. Mindelheim noch bis spät in die Nacht feiern wird, verabschieden wir uns jetzt langsam durch die Hintertür und freuen uns alle auf den großen Festzug. Der große Tag ist endlich gekommen, der Festumzug steht an. Nur noch wenige Augenblicke und dann geht's wirklich los. Wir haben riesiges Glück mit dem Wetter, strahlend blauer Himmel, vielleicht so 24, 25 Grad, es weht ein laues Lüftchen. Und die Zuschauer hier am Rand in Mindelheim, einige tausend schon, die werden schon gut unterhalten. Nämlich mit was? Die werden mit unserer fahrenden Gauklertruppe mit dem Thespiskarren unterhalten. Thespiskarren heißt es nach einem antiken Dramatiker, der rumgefahren sein soll mit so einem Karren. Da drauf hat man seine Bühne, wie man sieht. Man kann aber auch leben, man kann kochen und schlafen. Und es ist fahrendes Volk, die machen Musik, die machen Theater. Da ist ein Kraftprotz dabei und Akrobaten und vielleicht auch einer, der irgendwas die Leute aus den Taschen rauszieht. Und mit diesem Thespiskarren wird es rauf und runter gefahren, solange bis der Zug losgeht? Genau, da unterhalten wir jetzt unsere vielen Gäste und zeigen ihnen vielleicht auch was aus der Tasche und wollen sie amüsieren. Also es wird auf jeden Fall hochspannend werden. Gleich geht der große Festumzug los. Und uns bleibt eigentlich nur, Ihnen und uns selber gute Unterhaltung zu wünschen. Gleich sind wir soweit. Auf diesen Tag gewartet. Denn der Festzug geht jetzt endlich los. Ja, am Beginn des Festzugs sehen wir die Moristengruppe.
in bunten Gewändern, nachempfunden nach einer berühmten geschnitzten Figurengruppe im Stadtmuseum München von Erasmus Grasser. Und dahinter sehen wir schon eine Horde von Kindern. Der Festzug fängt mit Kindern an. Warum? Das erinnert an die Tradition, dass wir seit 1855 das Frundsbergfest als Kinderfest gefeiert haben, um die nachwachsende Jugend in die eigene Geschichte einzuführen. Das geht spielerisch am allerbesten. Und so stehen heute nur die Kinder am Anfang unseres Festzugs. Und da sehen wir schon Tausende von Leuten am Straßenrand von Mündelheim. Wie viele werden es heute? Kann man das abschätzen? Ich schätze mal 15.000, weil es heute nicht so fürchterlich heiß ist. Das ist eher hinderlich. Heute ist angenehm. Ab wann ist das Fest dann ein Fest auch für die Erwachsenen geworden? Seit 1976 haben die, die es als Kind mitgefeiert haben, gesagt, wir wollen jetzt eigentlich auch wieder mitmachen. Und seitdem ist es ein Fest für Erwachsene und Kinder und alle freuen sich daran. Und das im Turnus von 3 Jahren? Alle 3 Jahre haben wir das Frundsbergfieber. Schauen sich die Kinder an. Alle wirklich im historischen Gewand. Das sind Bürgersfrauen, Edelleute. Schneidert man das zu Hause oder kriegt man das geschneidert, die ganzen Gewänder, die Kinder anhaben? Wir haben einen sehr großen Fundus und die Eltern gehen in den Fundus und kriegen für ihre Kinder die Gewänder. Und manche sind so fleißig und schneidern sie selber. Und die Erwachsenen, die mit den Kindern mitgehen? Die Lehrerinnen? Sind Lehrerinnen von der Grundschule. Die schönen Kränzel auf dem Kopf. Einmal eine echte Prinzessin sein. Da wird der Traum wahr. Für die Mindelheimer Mädels kein Problem. Die Kinder nehmen jetzt übrigens Aufstellung in der Maximilianstraße. Benannt noch nach König Maximilian I. von Bayern, der seit 1806 König war. Und dem zu Ehren hat man die Hauptstraße in Maximilianstraße umbenannt. Wobei Mindelheim ja nicht immer bayerisch war, oder? Mindelheim war ein eigener kleiner Staat. Mindelheim war das Zentrum. Und seit 1616 ist Mindelheim bayerische Besatzungszone, kann man sagen, aber glücklich in bayerischer Hand. Die Unterallgäuer fühlen sich bayerisch mittlerweile. Die fühlen sich richtig bayerisch. Alle Kinder haben wunderschöne, nicht nur Kranzerl, sondern auch Gestecke und Blumensträuße. Genau, die Blumensträuße, die gehören eigentlich seit 1903 dazu. Zeichen der Festesfreude und dann haben sie was zum Winken. Aber die sind jetzt nicht mehr in der Grundschule. Doch, die Kleinen schon. Dazwischen sind noch Hauptschüler. Wir machen jetzt ein bisschen einen Marsch durch die Geschichte. Ja, Mindelheim zeigt mit diesem Festzug einen Teil seiner Geschichte vom 15. Jahrhundert an bis zum Ende der Frundsbergzeit. Das ist dann quasi der Höhepunkt. Georg von Frundsberg, den wir schon ein paar Mal jetzt gesehen haben, wird natürlich auch bei diesem Umzug mitreiten. Richtig, er wird auf einem stattlichen Rappen mitreiten in voller Rüstung. Die Fahnenschwinger vor dem Spielmannszug, das sind zum Teil schon Studenten, die von klein auf immer mitgemacht haben. Hier mit dem frundsbergischen Wappen. Das Mindelheimer Stadtwappen ist drauf, das Wappen der Herzöge von Teck, das frundsbergische Rechbergwappen, lauter Geschlechter, die mit Mindelheim im Laufe der Jahrhunderte zu tun hatten. Und damit wissen wir schon, wie der Festzug aufgebaut ist, denn all diese Geschlechter werden jetzt wirklich dargestellt von Mindelheimern 10. Genau, die werden jetzt dann langsam nacheinander kommen. Die Farbenpracht der Kostüme fasziniert mich. Woher weiß man, wie die Leute damals ausgeschaut haben? Es gibt genügend Darstellungen, gerade aus jener Zeit. Holzschnitte, Gemälde, Dürer, Altdorf und wie sie alle hießen. Und danach halten wir uns bei unseren Nacharbeiten. Ich glaube, die junge Dame verschläft den Umzug eher. Es
ist jetzt die Schankmagd- und Schanknächte-Truppe. Die übrigens über das ganze Fest hin immer mal wieder im Einsatz sind, gell? Denen begegnet man auch, wenn man durch Mindelheim läuft. Genau, wenn man Durst und Hunger hat, gibt es immer wieder Stände, an denen die was zum Trinken, was zum Essen feilbieten. Selbst in Konzerten sind sie uns schon am Abend begegnet. Genau, beim Feiern, Lachen, Spiel und Freude schenken die auch was. Und wenn sie sehen, dass Zuschauer Durst haben, dann kriegen die auch was. Jetzt zum Festzug. Was wird da ausgeschenkt? Weinschorle, Weißweinschorle. Gepanschter Wein. Lass aber. Ja, das wäre ja sonst ungesund, wenn es heiß ist. Das ist der Bannerträger mit dem Mindelheimer Stadtwappen, mit der Glocke, über den Wellen, die für die Mindel stehen. Und dahinter die Fanfarenbläser kündigen an. Die kündigen an, dass jetzt dann die Herzöge von Teck kommen. Das erste große Herrschergeschlecht, das Mindelheim beherrscht hat, das wir jetzt hier beim Festzug darstellen. Das heißt, los geht's so Mitte des 14. Jahrhunderts ungefähr? Genau, die kamen 1365 nach Mindelheim und waren hier bis 1439. Das ist beeindruckend. Ja, vor allem, man muss blasen oder trommeln und reiten gleichzeitig. Und reiten und den Rhythmus halten. Und die Pferde dürfen nicht durchgehen. Jetzt kommen die Kranzeljungfrauen. Das ganze Fußvolk, das zu den Herzögen von Teck dazugehört. Genau, die Mädchen mit den Bögen für den Bogentanz, die als Ehrenjungfrauen den Herzögen voranschreiten. Viel Mädels, viel Ehr. Ja. Ist es eigentlich so, dass man die Rolle auch mal wechseln kann? Oder ist es eine Erbrolle, dass man eigentlich immer, wenn die Mama schon ihren Dame war, dann wird die Tochter wieder? Ja, natürlich. Man schaut dann, dass man die Tochter da auch reinbringt. Es gibt tatsächlich Erbämter, das werden wir dann beim Kaiser sehen, dass das Kaisertum in der Familie weitergereicht wird. Wahrscheinlich deshalb, weil die Gwender da sind. Das ist jetzt der Stadtpatronewagen. Schaut aus wie ein gotischer Flügelaltar, der Mindelheim im Schutze seiner Heiligen zeigt. Welche Heiligen sind da drauf? Da ist der heilige Stephanus drauf, als Schutzpatron der Pfarrkirche, hier in der Mitte bei der Steinigung. Die heiligen abendländischen Kirchenväter und so weiter. Patrone von Bruderschaften und Schützenvereinigungen. Hier sieht man schön. Wie ist die Stadt Mindelheim zu diesen Stadtpatronen gekommen? Das hängt mit dem Beginn Mindelheims zusammen. Es war eine Urpfarrei, die dem heiligen Stephanus schon geweiht war. Der Bannerreiter, der Herzöge von Teck. Das sind Reisige der Herzöge von Teck. Eine stattliche Fahne. Eine Kirchenfahne. Ein großer Zuber mit Weihwasser. Das ist der Bannerträger der Herzöge von Teck, den wir vorher schon kurz gesehen haben. Die schwarz-gelben Rauten. Das Banner der Herzöge von Teck, gefolgt von den polnischen Reitern, die Damen hoch zu Ross, sehen auch fesch aus, was ist das? Richtig, es war Herzog Ulrich von Teck mit einer Anna von Polen verheiratet, einer polnischen Königstochter. Und daher haben sie eben auch die schwarz-roten Farben für das Königreich Polen. Die Gewänder sehen alle unglaublich schwer aus und dick. Ja, das ist richtig schöner Tuchstoff, nur der hat auch dann optisch dieses schöne, weiche Fallen. Das heißt, alle, die hier mitreiten, sind entsprechend auch schwitzen natürlich auch. Die schwitzen. Das ist jetzt Herzog Ulrich von Teck mit seiner Gattin, der Anna von Polen, der Königstochter, in den langen, wallenden Gewändern, die man damals hatte. Ei. So liegt er oder so schauen die beiden auf dem Vollfigurengrabmal in der Pfarrkirche aus. Und deswegen wisst ihr auch, wie die zwei heute aussehen müssen. Genau, daher wissen wir es. Das ist relativ einfach in dem Fall.
Und der Baldachin ist ein Würdezeichen über dem hochadeligen Herzogspaar. Die Gemahlin hält diesen Kranz in der Hand, ist auch ein Herrschaftszeichen? Das ist ein Zeichen der Würde und der Freude. So einen konnte man auch mal einem guten Herrn oder jemandem, dem er dankbar war, zuwerfen. Vorneweg die Kapelle, die übrigens spielt. Ja, das ist eine Kapelle aus Kamlach. Im richtigen Leben sind es die Kamlacher Dorfmusikanten. Genau, die jetzt Stücke aus dem 16. Jahrhundert spielen. Schön, wie die Pagen hier den Himmel tragen. Und bitte dieser lange, schwere Umhang. Hier sehen wir es nochmal wunderschön. Ja, die Herzöge von Teck waren von um 1400 etwa in Mendelheim und sind auf eine etwas zwielichtige Art und Weise in den Besitz der Herrschaft gekommen. Sie waren selber relativ mittellos und kamen als Verwalter, weil der Herr Mendelheims ein Bischof von Augsburg war. Sie haben sich die Herrschaft dann einverleibt und als der Bischof die Herrschaft zurückerobern wollte, ist er leider Gottes vor dem unteren Tor von einer Armbrust getroffen worden und damit war die Belagerung zu Ende. Und jetzt kommen Spielleute. Die Kirchheimer Spielhäut aus Kirchheim an der Mindel mit Renaissance-Instrumenten. Das ist Ludwig, Patriarch von Aquileia, der Bruder Herzog Ulrichs von Teck, der die Herrschaft dann noch verwaltet hat, weil die Tecks kinderlos waren. Und damit war nicht für die Nachfolge gesorgt. Das war das Problem. Das sind die Zunftzeichen der Handwerker Mindelheims, die wir ja schon im Handwerkerhof gesehen haben, die Handwerker. Töpfer. Schreiner. Die Schreiner, genau, der Glasermeister. Zimmermann, der Schneider. Die ehrbaren Handwerker. Der ganz kleine noch. Das sind Schreiner gewesen. Holzarbeiter? Ne? Das dürfte ein Zimmermann gewesen sein. Ein Bergst, klar. Also nach den Lehrbuben mit den Zunftzeichen kommen die Zunftmeister. Und auch hier gehe ich wieder davon aus, dass die Handwerker wirklich sich selbst darstellen, so wie wir es im Handwerkerhof schon gesehen haben. Der Glaser sich selbst. Ja, es sind in dem Fall die Schreiner, wirklich Schreiner, die da mitgelaufen sind. Bäckersmeister. Das ist die Jugend Mittelheims. Anhand der vielen Handwerke sieht man schon, Mindelheim war eine reiche Stadt. An was liegt es, dass Mindelheim so reich war? Mindelheim hatte das Glück, dass es sehr viele Handwerker in seinen Mauern hatte, ein paar Kaufleute auch, und dass es gute Stadtherren hatte. Wir liegen wie die Spinne im Netz und den Handelswegen nach Süden, über die Alpen, nach Norden, nach Augsburg, nach Osten und Westen. Sorgt auch dafür, Leute, dass das Handwerk Arbeit genug hat. Das nächste Gespann ist im Anmarsch. Das ist der Zunftwagen der Schäffler. Da sieht man die großen Fässer drauf, die von den Schäfflern ja gemacht wurden. Die Schaff- und Fassmacher. Vierer Gespann. Auch da wird wieder aus dem Sattel rausgezogen. Und die vier Rösser gereitet, das ist wirklich eine schwere Aufgabe. Mhm. Vier Rösser mit einem Reiter gerade zu halten und vor allem natürlich bei der Lautstärke durch die Leute durchzuführen. Aber diese Rösser sind auf vielen Festzügen, die sind sowas Gott sei Dank gewöhnt. Riesige Fässer, die da aufgeladen worden sind. Große und kleine, alles hat man drauf. War ja wichtig damals,
Der Wein kam aus Italien. Es erinnert mich so ein bisschen ans Oktoberfest, aber es hat damit gar nichts zu tun, weil es sind nämlich Weinfässer, gell? Es sind Weinfässer, die man damals von den Weinbergen, die man im Süden hatte, die Herrschaft, über die Alpen nach Mindelheim gebracht hat. Die Bussinen sind sehr schwer zu blasen, sind 2,6 Meter lang. Instrumente, die im 11. Jahrhundert aus dem Orient rüberkamen und die dann das ganze Mittelalter über per Dekret nur im Dienst von Königen und Fürsten und hohen Adligen stehen durften. 2,06 Meter lang. Jetzt kommt der Bürgermeister nach den Bussinen mit seiner Gattin und seinen Kindern. Und auch den haben wir ja schon mal interviewt. Das ist nämlich der echte Bürgermeister von heute. Genau, er spielt seinen Vorgänger ähnlich wie der Stadtpfarrer. Hier mit seiner schönen gotischen Amtskette. Hinter ihm sieht man unseren Landrat, der als damaliger Stadtvogt mitläuft. Ein vergleichbares Amt in der damaligen Zeit. Und dahinter ist der Stadtrat, der heutige, den damaligen spielend. In den Ratsherrenkostümen, man merkt, es wird jetzt schon etwas nobler. Es ist ein bisschen Pelz dabei, es ist Samt dabei. Ist es da auch so, wenn bei euch in Mindelheim heutzutage Neuwahlen sind, dass dann auch die Riege ausgetauscht wird? Ja. Die Riege ist immer aktuell. Edle Gewänder. In welcher Zeit sind wir jetzt ungefähr? Wir sind jetzt in der Frunzbergzeit, also um 1500, etwa 1510. Die Mode der Herren, breit ausladend, rechteckig fast wirkend. Die Damen mit hoch angesetzten Taillen. Und mit diesen Puffärmeln. Genau. Jetzt kommen die Bürgerinnen und Bürger von Mindelheim. Mindelheimer Fahnenschwinger. Die wollen wir uns jetzt nochmal anschauen mit ihren, mit dem Auftritt. Haben wir ein ganz konkretes Vorbild. Wir haben eine befreundete Stadt in San Sepolcro in Italien. Die waren bei uns immer zu Gast, haben dann unsere Fahnenschwinger angeleitet und seitdem machen sie es. Das Fahnenschwingen ist eine sehr beliebte Kunst in Italien und die unseren sind da mittlerweile wirklich hervorragend. Sie führen die reinsten Schaugefechte, aber Gott sei Dank nur mit Fahnen aus. Gibt es da Nachwuchsprobleme? Nein, bis jetzt nicht. Sogar die ganz Kleinen tragen die Fahnen voran, die wachsen schon nach, man sieht sie hier. Was ist auf den Fahnen drauf? Auf den Fahnen ist immer wieder die Glocke, das Mindelheimer Wappen und Zierlinien. Und wir sehen schon an der Fahne Rechberg, es geht zu den nächsten hochherrschaftlichen. Es kommen die Ritter von Rechberg, die im Schwäbischen viele Besitztümer hatten. Babenhausen zum Beispiel. Der Herold reitet natürlich wieder voraus mit der Fahne. Damit er weiß, wer kommt. Das war üblich, dass man die Standarte vorherschickt. Hier sieht man nochmal schön die Fahne. Guck mal, wie hoch die schmeißen. Und dann wieder auffangen. Und wieder Henke ein Winke, das ist ganz gut. Diese Samtwams anzuhaben, das ist doch mörderisch bei seiner Sonne. Schönheit muss leiden. Der Wille zur Repräsentation war immer größer als die Kommodität, die Bequemlichkeit. Und dahinter sehen wir schon die herrschaftliche Familie. Genau, Ritter Bär der Erste von Rechberg und daneben seine Gattin mit dieser wunderschönen Höcker- oder Hörnerhaube, die im 15. Jahrhundert, also 1490 sowas Mode war, 1460, sehr wunderschön wirkend. Reich bestickt. Ja, mit Perlen.
Die Ritter von Rechberg haben die Familie Teck über eine Verwandtschaftsverbindung beerbt. Aber sie war nicht sehr glücklich in Mindelheim. Sie hatten hier eine diverse Streitigkeit mit anderen Adligen und sie waren sehr verschuldet, weil sie immer wieder andere rauszahlen mussten. Und am Schluss waren sie so verschuldet, dass sie die Herrschaft verkaufen mussten. Dahinter übrigens im schweren Panzer die Soldaten. Die sogenannten Reisigen, die in Kettenhemden reiten. Warum sagt man Reisigen? Reisige, das sind die, ja, Schutztruppe, die tapferen Herren, die den begleiten und schützen. Alle im vollen Kettenhemd. Alle. Bis zu die Falkner dürfen nicht fehlen. Die Falkenjagd war die fürstliche Jagd, bis zum heutigen Tag zum Beispiel im Orient. Und wenn schon eine junge Falknerin vorne weggeht, dann sind auch die Jagdhornbläser nicht weit. Die haben wir schon im Hintergrund. Mhm. Auch die lassen wir uns, glaube ich, einmal einfach nur gefallen. Ja. Die Kostüme der Falkner kommen aus welcher Zeit? Die kommen auch aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, also noch der Rechbergzeit. Und jetzt kommen die Jäger mit einer, was ist das, erlegten Wildsau? Mit der toten Wildsau, die sie erlegt haben. Die Jäger, die langen Spieße sind übrigens Saufedern. Damit ist man auf Wildsaujagd gegangen. Jagdhornbläser von Mindelheim. Und sie werden den ältesten Festwagen mitführen. Was ist da drauf? Auf unserem ältesten Festwagen, der seit 1903 mitfährt, ist die Mindelburg. Da haben wir für dieses Jahr erneuert das Ganze, weil er ein bisschen marot war. Und Mindelburg ist und war die Herrschaftsmitte. Hier sieht man sie in ihrer vollen Schönheit. Sie schaut heute nicht mehr ganz so aus? Nein, dieser Verbindungstrakt von der Hauptburg zum Turm fehlt heute. Der ist abgerissen worden im 19. Jahrhundert. War eine stattliche Burg mit Vorburg. Angelegt in der Stauferzeit im späten 12., frühen 13. Jahrhundert. Sie droht noch heute hoch über der Stadt. Im 18. Jahrhundert hat in der Burg sogar mal ein englischer Herzog gehaust. Der hat hier nie gehaust, sondern im 18. Jahrhundert ging die Herrschaft nach dem großen Schlacht von Höchstädt 1704 an den Duke of Marlborough über, der dort gesiegt hat für den Kaiser. Und ihm wurde die Herrschaft Mindelheim dann anvertraut als Reichsfürstentum für 10 Jahre. Und jetzt sehen wir schon die frunzbergische Standarte mit dem Fünfberg. Das heißt, wir kommen zum nächsten Herrschergeschlecht. Das Wichtigste für uns, die haben die Herrschaft 1467 von den verschuldeten Rechberg abgekauft, kamen aus Schwarz hierher und fanden hier ein geschlossenes Herrschaftsterritorium. Das hat ihnen besser gefallen als in Schwarz, wo sie sich mit den Bergknappen, die viele Freiheiten hatten, rumärgern mussten. Und von 1467 bis 1586, also 119 Jahre, herrschte dieses Geschlecht hier. Wir sehen übrigens die eher bräunlichen Kostüme, die die Herrschaften anhaben. Ja, das ist der Modewechsel auch, der sich hier vollzogen hat. Jetzt sehen wir eine sehr schöne Renaissance-Kutsche mit dem Wappen der Herren von Frunsberg. Da sitzt Adam von Frunsberg, der ältere Bruder Georgs drin, und seine Mutter, die Barbara von Rechberg, und rechts seine schöne Edeldame in einem Kostüm nach Lukas Cranach. Lukas Cranach war? Ein Maler im 16. Jahrhundert, einer der berühmtesten. Das ist Adam von Frunsberg, der die Herrschaft zusammen mit Georg sehr glücklich und sehr umsichtig geführt hat. Die Herrschaften sind heutzutage auch noch ein Ehepaar. Nein, die sind verwandt. Und die Dame, die rechts sitzt, die etwas jüngere, im roten Kostüm, die gehört eigentlich eher zu mir. Das ist die Frau Schädler. Genau. Die erste Gattin unseres Georg von Frunsbergs, die Katharina von Schrofenstein,
im wunderschönen zinnoberroten Gewand. So sieht man sie auf einem Porträt in unserer Pfarrkirche am Flügelaltar. Wie kommt man als Mindelheimerin im Jahr 2006 zu so einer prachtvollen Rolle? Wir haben in unserem Stadtgebiet ein grandioses Modeatelier, die in der Lage ist, solche Vorbilder vom Porträt runter genau nachzuschneiden. Wir legen zusammen wirklich jede Naht fest, damit das dann auch so ausschaut. Und die Mindelheimer, die hier mitspielen, ist das auch so eine Erbrolle? Spielt da immer jeder denselben, jetzt, also alle 3 Jahre? Alle 3 Jahre spielen die, solange sie können und wollen, diese Rolle. Und dann geht's? Und dann muss man schauen, wie sie weiter besetzt wird, innerhalb der Familie oder außerhalb. Die Anna von Lodron, die zweite Gattin unseres Georg von Frundsberg, in einem topmodischen Gewand jener Zeit, mit dem hohen Stehkragen, nach einem Granach-Gemälde die heilige Katharina darstellend. Auch eine hübsche Edeldame. Schön im Renaissance-Schmuck. Der Schmuck auch nachempfunden? Auch nachempfunden nach Gemälden. Wir sind sehr detailverliebt. Und schon langsam kommen wir wirklich an einen ganz hohen Besuch. Es wird nämlich kaiserlich. Die kaiserlichen Herren werden auch von? Genau, die gehören ja unbedingt dazu. Die Zeit ist nicht zu verstehen ohne das Heilige Römische Reich und ohne deren Oberste, die Kaiser. Ein Hofmusikwagen kommt hier. Diese Hofmusikwägen, von denen wir 2 haben, sind nach Holzschnitten, die den Triumphzug für Kaiser Maximilian darstellen, nachempfunden. Das ist jetzt die Kaiserkutsche, die prunkvollste Kutsche, die sicherlich deutschlandweit auf einem historischen Fest mitfährt. Wir sehen das Wappen, das Sforza. Kaiser Maximilian und seine Gattin Maria Bianca Sforza in der prächtigen Renaissance-Kutsche. Hinten das kaiserliche Wappen. Plus allein die Wagenhöhe, man sieht seitlich die Pagen. Die Kutsche ist vergoldet, wird von 6 Rappen gezogen. Auf jedem sitzt ein Reiter, der sie lenkt. Und das ist wirklich eine Originalkutsche? Das ist eine original nachempfundene Kutsche. Wir haben die einzig noch fahrbare originale Kutsche auf der Feste Coburg vermessen und haben die hier 1:1 nachgebaut, bis hin zur Federung mit den langen Lederbändern. Wie kann man sowas finanzieren? Das ist ja unwahrscheinlich, welches das Geld auch hinter euch steckt. Hat den Wert eines Einfamilienhauses und es wurde uns zu großen Teilen von einer Baufirma gesponsert, sonst hätten wir das nicht schultern können. Schön die Löwen als Wappenhalter, die geschnitzten. Und die 12 Pagen natürlich. Man sieht, wie die Kutsche oben wackelt. Sie ist aufgehängt, die Fahrgastbühne. Also diese Kutsche ist jetzt wirklich das kostbarste Stück, das bei euch mitfährt? Ja, mit Sicherheit. Und die einzig wirklich detailgetreue Kutsche überhaupt auf einem historischen Fest. Die Pagen gehören als kaiserliche Begleitung dazu. Maximilian I. war 8-mal auf der Mindelburg und Georg von Frundsberg war sein kaiserlicher Rat. Er war auch dabei, als Kaiser Maximilian verstorben ist. Es war schon fast eine Art Freundschaft. Hinten sehen wir nochmal das Kaiserwappen, den Doppeladler. Den Doppeladler natürlich. Die Kutsche vergoldet und das Wappen versilbert und vergoldet. Hier sehen wir unser Armbrustschützenfähnlein Rechberg. Aus welchem Verein gehen die hervor? Das ist ein eigener Verein, den es seit 1966 gibt. Und in der Mitte sieht man jetzt den großen Adler. Beim Königsschießen wird er in luftiger Höhe angebracht und man muss senkrecht nach oben schießen. Und wer die größten Teile davon abschießt, der wird Schützenkönig. Es ist sehr schwer mit der schweren Armbrust da hinaufzuschießen, das zu treffen. Hier der Schützenkönig. Und die Fahne des Fähnleins ist eine eigene? Jedes Fähnlein hat seine eigene Fahne. Die war dem Fähnlein heilig. Bei Kämpfen war immer das Fähnlein in der Mitte. Und das musste beschützt werden. Wenn ein Fähnlein an die Feinde gefallen ist, war es unendlich peinlich. Und Georg von Frundsberg hat die erbeuteten Fähnlein in der Grablege seiner Familie in St. Stephan immer aufgehängt. Da sieht man, wie wichtig ihm das war. Und da sieht man auch jetzt die ganz bunten Trachten, die sie anhaben. Das ist ja schon fast ein Kostümaufmarsch. Das ist ein Kostümaufmarsch.
Die Landsknechte und die Armbrustschützen, die haben sich in Kostümen in einer Modewut ausgetobt, weil sie ständig dem Leben, ja, mit dem Leben am Rande des Todes waren. Sie wussten ja nicht, wie lange sie das Ganze überstehen, und so haben sie ihre Freude, ihre Lebenslust Ausdruck gegeben mit solcher verrückten Kleidung. Der Schützenkönig vorne weg. Genau, mit seiner reichen Kette. Und dahinter die Armbrustschützen. Die Armbrustschützen mit den schönen Armbrüsten, mit den reichen Bärten. Wir haben übrigens von den mittelalterlichen Vorfahren noch Einladungen zum Wettschießen bei uns im Stadtarchiv. Da ist dann angegeben, wie lang die Bolzen sein mussten und wann und wo man sich trifft. Man hat damals um die Hosen geschossen. Das heißt? Das heißt? Der Sieger muss die Hosen abgeben. Nein, der Sieger hat welche bekommen. Solche Gewänder waren immer sehr, sehr teuer. Und von daher war das ein tolles Geschenk, wenn man beim Wettschießen ins Schwarze getroffen hat und eine Hose gewonnen hat. Ein kostbares Geschenk und ein Modegag dazu. Das sind die Feuerschützen jetzt. Die Frunsbergschützen, der älteste Verein, den es wahrscheinlich überhaupt gibt. Die haben 1523 eine erneuerte Schützenordnung von Georg von Frunsberg bekommen. Das heißt, die gab es schon vorher. Wir vermuten, dass schon im 14. Jahrhundert diese Schützen gab. Die gibt es bis heute in ungebrochener Tradition. Da kann man aber nicht einfach Mitglied werden. Da kann man schon einfach Mitglied werden, wenn man möchte, als Mindelheimer. Das ist er. Das ist der Mann, nach dem das Fest benannt ist. Georg von Frunsberg. In seinem Halbharnisch, eine schwere, aus dem vollen Eisen getriebene Rüstung. So wie er da ist, 35 bis 39 Kilo. Nicht der Mann, sondern die Rüstung. Nur die Rüstung. Begleitet von seinen Trabanten, seiner Leibwache. Er hat den Bischofskragen über die Schulter gelegt. Zuerst ein Kettenhemdkragen, dann ein Lederkragen, die Feldherrnschärpe, die rote. Und er hat seinen Federbuschen auf dem Helm und die frunsbergischen Farben um die Leibesmitte, schwarz-gelb. Ich stelle mir es unendlich anstrengend vor, mit dieser riesigen Rüstung zu reiten. Er verliert beim Festzug etwa 3 bis 4 Kilo. Bei jedem. Und im richtigen Leben ist dieser Mann was? Steuerberater. Von klein auf beim Frunsbergfest dabei und jetzt hat sich sein Wunschtraum erfüllt. Er darf jetzt den Hauptdarsteller spielen. Und es ist schon eine imposante Erscheinung. Wir haben seinen Harnisch nachmieden lassen von einem Plattner, einem Rüstungsmacher. Und das Original der Rüstung ist heute noch erhalten in der Hofjagd- und Rüstkammer in Wien. Und genau so haben wir seine Rüstung nachgemacht, bis zum letzten Zierat. Und jetzt sehen wir natürlich hinter Frunsberg und seinem Gefolge noch ein paar sehr interessante Herrschaften. Jetzt kommen nämlich die Gastgruppen. Jetzt kommen unsere Gastgruppen. Das heißt, ihr habt Spieler mit dabei, ja, die gar keine Mindelheimer sind, sondern wo kommen die her? Das ist jetzt das Winzererfändel aus München, das schon seit 1903 beim Festzug mitgeht. Die kennen Sie zum Beispiel, wenn Sie den Oktoberfestumzug anschauen. Da laufen die auch mit. Da laufen die auch mit und ansonsten laufen sie eigentlich nirgends mit. Und das Winzererfändel, eine traditionsreiche Gruppe aus München, gegründet im späten 19. Jahrhundert. Und seit 1903 mit Mindelheim eng befreundet. Wie kam es dazu? Weiß man das? Das kam dazu, 1903 haben wir das erste große Kinderfest gefeiert mit der Enthüllung des Frunsberg-Denkmals am Rathaus. Und da hat man diese historische Truppe aus München eingeladen. Allein die Bärte, wie lange muss man den Bart wachsen lassen, damit er so lange wird? Der dürfte so seit Dezember etwa gewachsen sein. Eine Kanone, eine Feldschlange, die mitgefahren wird. Die Feuerwaffen kamen damals auf, waren wichtig. Kaiser Maximilian war ganz verliebt in die Feuerwaffen. Sie hatten aber nur Steingeschosse oder Eisengeschosse, keine Explosivgeschosse. Werdenfelser. Die Werdenfelser Landsknechte, eine Gastgruppe aus Garmisch. Mit einer sehr, sehr schönen Fahne mit dem Fähnlein. Wie lange gehen die schon mit? Das ist diesmal zum ersten Mal. Das heißt, ihr ladet auch Gruppen zu? Wir laden immer wieder Gruppen zu. Es gibt Freundschaften zwischen den verschiedenen Festen, Festgruppen, die auf anderen Festen entstehen. Man lernt sich kennen und sagt, kommt ihr doch mal zu uns und dann kommt sowas zustande. Das ist sehr, sehr schön. Das sind jetzt tolle, das sind Doppelsöldner. Das heißt, sie haben eine Rüstung noch mit dabei, dadurch haben sie mehr Sold bekommen.
Eine einheitliche Bewaffnung oder eine Uniform gab es nicht. Eine martialische Gruppe. Das hier ist ein Biedelhänder oder Flammbalger, weil er geflammt ist, gewellt. Und wir sehen wieder diese prächtigen Gewänder, die alle Landsknechte anhaben. Es sind auch junge Burschen dabei. Ah ja, das müssen junge Leute sein, die haben zum Teil Leder, wie man sieht. Das ist schon eine ganz tolle Truppe mit dem vielen Blech. Im Fähnlein Ems, die Herrschaften, die gerade durchmarschiert sind, haben wir übrigens unseren Streifzug angefangen. Das war das Lager derer. Ja. Am Stadtgraben, Sie erinnern sich. Ja. Die nächste Truppe, die kommt. Da sehen wir noch nicht, wer das ist. Auf jeden Fall haben sie einen prächtigen Wagen mit dabei. Das müsste ein Kremperwagen sein. Das Wort Kremperwagen kann man ganz leicht deuten, sagt man halt auch noch Krempel. Da ist das drauf, was man für den Tross braucht. Der hat da wirklich über Jahre... Oder ein Falconett ist es hier. Der hat über Jahre Krieg geführt. Frundsberg hat sein Leben lang Krieg geführt, im Grunde vom jugendlichen Alter bis zu seinem Tode. Eine der letzten großen Schlachten, die in Italien geschlagen worden ist, bei Pavia, die ist auch noch erwähnenswert. Das war die Schlacht 1525 im Tiergarten bei Pavia. Da hat Frundsberg das kaiserliche Kriegsvolk gegen Franz I. von Frankreich befehligt. Und die Frundsbergischen, die Kaiserlichen, haben gewonnen, haben den französischen König gefangen genommen. Das war ein gewaltiger Sieg. Und das war der letzte große Sieg Frundsbergs, denn beim nächsten großen Festzug 1527 haben die Landsknechte gemeutert. Das hier ist das Fähnlein Ems, die Fahne des Fähnlein Ems. Die Landsknechte waren ein sehr schwieriger Haufen, sehr frei, sehr widerspenstig. Und das hat Frundsberg so aufgeregt, dass ihn der Schlag getroffen hat. Er war ein Jahr dann krank, in Ferrara gelegen, kam 1528 im August zurück nach Mindelheim und starb 10 Tage später auf der Mindelburg. Und jetzt genießen wir einfach mal den Anblick. Die prächtigen Landsknechte. Die Spuren der Landsknechte, die wirken übrigens bis heute noch. Wir haben gerade die Zeit in Italien. Genau, wir haben gerade davon gesprochen, vom 1527. Die Truppen Frundsbergs sind dann nach Rom führerlos gezogen, haben am 6. Mai 1527 den Sacco di Roma verursacht und die Schweizer Garde niedergemetzelt. Und noch heute hat die Schweizer Garde am 6. Mai ihre Vereidigung, vor kurzem kam es, zu ihrem 500. Jubiläum. Und die Schweizer Garde sind im Grunde von der Bewaffnung her immer noch so ausgestattet wie die Landsknechte, mit Biedenhändern. Und das Ganze läuft auch sehr ähnlich ab wie damals in einem Landsknechtwesen, vielleicht etwas stärker gedrillt. Was wir jetzt sehen, ist übrigens auch hochinteressant, nämlich die Landsknechte stellen sich auf, um eine Kampfformation zu bilden. Was passiert da? Fähnlein Frundsberg. In der Mitte sieht man die Fahne zum Schutz, ganz in der Mitte, dass sie nicht erbeutet werden kann. Sie sammeln sich durch das Trommelsignal angeleitet zum Haufen. Sie bilden den Igel. Und schützen die Fahne in der Mitte. Genau. Und jetzt wird spannend. Der Feldwebel hat soeben das Kommando gegeben, Landsknecht, senke die Spieß gegen Reiterei. Und jetzt hat die Reiterei keine Chance. Der Schlachtruf her, her, her. Was heißt das? Das ist ein wilder Ruf, wahrscheinlich kommt es nur her. Und weil es noch keine Lautsprecher gab, ging das ganze Kommando über Trommelsignale. Jetzt formieren sie sich wieder zum normalen Laufen. Also die Fernwaffe gegen Reiterei war der Langspieß. Und für den Nahkampf, der dann anschließend kam, hatte man die Biedenhänder, die Langschwerte, die kurzen Schwerte, die Katzbalger oder auch die Hellenbarte. Später hat man Hellebarte gesagt. Die Landsknechte sind übrigens auch übers Jahr immer wieder beieinander. Die üben regelmäßig, sie müssen diese Formationen beherrschen und sie ziehen auch immer wieder auf viele Feste. Das ist ein richtiger Verein. Das sind sozusagen unsere Außenbotschafter. Sehr martialisch, aber im Grunde friedlich eingestellt. Hier, Schweiz erbeutet der Schweizer Helm. Sehr, sehr bunt. Und
Und das ist übrigens der Anführer, der Hauptmann, der mit der kräftigen Stimme. Das ist ein Feldwaibel hier. Bei uns heißt es Feldwebel. Ein Wort, das aus dieser Zeit kommt. Genau. Sie haben die Spieße gesenkt. Wer koordiniert diesen ganzen Tross überhaupt, damit das alles ordentlich funktioniert? Damals im Landsknechtsfeldlein gab es verschiedene Ämter. Und der Profoss und der Schultheiß waren zuständig für die Ordnung im Lager. Und dann gab es noch den Hurenweibel. Das klingt sehr vollmundig. Der war zuständig für den Tross, dass jeder seinen Lagerplatz kriegt und dass da auch Streitigkeiten vorher schon gelöst wurden, bevor es in Handgreiflichkeiten übergeht. Das Ganze muss man sich wie eine fahrende Stadt vorstellen. Während Kriegszeiten war es gut, da waren sie im Lohn, im Sold gestanden. Aber außerhalb der Kriegszeiten wurden sie sofort außer Lohnes gestellt. Das war die Gardzeit. Und da sind die dann zum Teil wie Landstreicher über Land gezogen und waren nirgends erwünscht. Das war im Grunde ein fatales Dasein. Das heißt, für das fahrende Volk war es besser, wenn Krieg war? Für das fahrende Volk, die haben davon gelebt. Der Krieg erzeugt seine Kinder. Da haben wir jetzt gerade einen Karren übrigens gesehen von den Marketenderinnen. Ein kleiner Kremperwagen, ja. Oh, ein Pestdoktor hier. Auch die Pest zog damals immer noch durch die Lande. Man hat gemeint, man könne sich schützen durch so seltsame Kostüme, in denen man sich ganz vermummt. Man hat gemeint, durchs Einatmen würde man krank. Und man hat ein Rauchfass vorangetragen, um zu desinfizieren. Die Maske, die Fratze, sieht ein bisschen aus wie eine Commedia dell'arte Maske. Genau. Der Dottore hat zum Teil sowas. Das ging dann in die Commedia dell'arte über. Das heißt, es gibt immer wieder Anleihen, auch aus dem Italienischen. Genau. Ja, diese Masken hier, die Ärzte hatten das auch hier. Weil man wusste sich nicht anders zu schützen. Dass es durch die Ratten übertragen wurde, das war unbekannt. Jetzt kommt nochmal ein Gespann. Das sehen wir schon im Hintergrund. Was kommt da auf uns zu? Eine Kanone. Eine sieht aus wie eine Bronzekanone, ist aber tatsächlich aus Holz, hat das frunzbergische Wappen drauf. Und solche Kanonen waren sehr wertvoll. Wenn die erbeutet wurden, das war verheerend. Vier Kaltblüter vorne weg. Da sieht man sie schön. Und wenn man in alten Quellen liest, dann heißt die Kanonen brüllten. Wenn man so eine Schlacht erlebt, nächsten Samstag wird eine nachgestellt, dann versteht man, was die damit meinen. Das ist ohrenbetäubend. Ist die jetzt original gegossen? Das ist eine Holzkanone. Für den Zug, aber ihr habt so richtige, die Schüsse. Wir haben Originale, ja. Und deswegen gibt es auch Pulver dazu. Das sind keine Pulverfässer, da steht Trollinger drauf und Valernerwein, Neckarwein. Der Wein ist ganz wichtig. Da ist das Pulver, jetzt haben wir's. Jetzt kommt der Pulverwagen. Die stehen aufrecht. Mit Schwarzpulver hat man damals geschossen. Und man sieht natürlich auch die Kugeln an der Seite. Stein- oder Eisenkugeln. Und die hatten so eine Wucht, dass man damit Burgen sturmreif schießen konnte oder Stadtmauern. Auch wenn so eine Kanonenkugel in den Landsknechtshaufen hineingeschlagen hat, hat die fürchterliche Verwüstungen angerichtet, ohne dass sie explodiert ist. Das Fähnlein Lodron, benannt nach Ludwig Graf Lodron, einem Bruder unserer Anna von Lodron. Und die hören wir uns ein bisschen an. Altes Kriegslied, das die Herren singen? Das sind alte Landsknechtlieder. Das ist unsere Sängervereinigung, die es schon seit 19. Jahrhundert gibt. Die bilden das Fähnlein Lodron und die haben das Lied guter Landsknechte in dem Fall auf ihr Panier geschrieben. Die Trommel, die den Schritt angibt und die das Landsknechtsleben bestimmt hat. Darum geht es in diesem Lied. Haben oft sehr fröhliche Lieder, aber auch zum Teil welche wie dieses hier, das eher traurig, nachdenklich klingt. Leben und Tod war für den Landsknecht ganz nah beisammen.
Und hier haben wir noch ein paar Herrschaften, die sind auch sehr beachtenswert. Das sind die Bettler. Das sind die Bettler aus Memmingen. Eine sehr erfolgreiche Bettlergruppe. Denn wo Krieg herrscht, und wo viel Volk ist, da sammeln sich natürlich auch die Bettler. Und die holen das Geld sogar aus den Rossbollen raus auf der Straße und sammeln für eigentlich immer für einen guten Zweck. Und deswegen geben die Zuschauer auch bereitwillig und entsprechend viel gibt es zum Aufsammeln. Ja, die sammeln dieses Jahr für unsere Liebfrauenkapelle, in der sich die Mindelheimer Sippe befindet aus der Frunsbergzeit. Und die Kapelle muss man dringend renovieren. Sie schauen schon erbärmlich aus. Sowas von runtergekommenen Gestalten. Und sie spielen das alle 3 Jahre wieder. Die Memminger spielen das natürlich in Memmingen auch und auf manchen anderen Festen ebenso. Oh, die armen Kinderlein. So verrissen. Der Wagen, der da hinten mitfährt, ist auch noch ein Bettlerwagen? Das ist nochmal ein Kremperwagen, wie ich das jetzt recht sehe. Weil da der Krempel drauf kommt. Genau, Krempel, das Zeug, was man braucht. Ohne Kunst. Und dann kommt noch einmal ein Fähnlein. Nämlich? Dann kommt das Fähnlein Helfenstein. Auch bei den Armen gibt's Neid. Jetzt das Fähnlein Helfenstein. Vorne der Fähnrich. Ein Doppelsöldner mit Harnisch und wahrscheinlich erbeuteten Helm. Wer war der Helfenstein? Der Graf Helfenstein hat mit Frunsberg in einer Schlacht gekämpft und hat dann leider Gottes ein schlimmes Ende genommen. Und jetzt, zu dem Ende vom Helfenstein kommen wir gleich nochmal, aber jetzt sehen wir noch einmal eine Kampfformation. Einen Igel, wieder die Fahne in der Mitte. Man schart sich um die Fahne. Dann wird noch ein bisschen eingerichtet, gell? Genau, damit ist man eingerichtet. Damit es wirklich schön rund ist. Wir sehen übrigens noch im Hintergrund. Jetzt haben wir einen Igel. Da eine Hakenbüchse, man hat auch rausgeschossen. Mit dem Bierhändler. Alias Dr. Reinhard Baumann. Ich habe Sie unterbrochen. Der Helfenstein hatte ein übles Ende. Er wurde in den Bauernkriegen von den Bauern ergriffen und durch die Spießgasse gejagt. Das ist ein übler Tod gewesen. Und daraufhin hat man dann das große Bauernschlachten begonnen. Das war das Ende der Bauernkriege und das war praktisch die Rache. Rechts diese Fahne neben dem Fähnlein Helfenstein ist eine italienische Fahne. Das sind die Gäste aus San Genesio in Italien bei Pavia. Die sind eingeladen vom Fähnlein Helfenstein, um mit ihnen sozusagen in den Kampf zu ziehen. Denn in Pavia war die große Schlacht 1525. Oh, ich glaube, der Hauptmann ist nicht ganz zufrieden mit seiner Truppe. Absolut nicht. Den Hut will ich sehen! Jawohl! Das heißt, Sie werden bestraft oder Sie müssen es nochmal machen? Sie müssen es nochmal machen. Später im Lager. Italienischen Fahnen hier. Jetzt kommt Oswald Fragensteiner mit dem Flammbalger mit der Biedenhand hier. Das ist ein Dichter, der die Schlacht bei Bicocca besungen hat und im alltäglichen Leben der Frunsberg-Biograf Dr. Reinhard Baumann. Dann haben wir kurz gesehen, unten im Bild. Und der Trost.
Ein Falkonett, vorne zugebunden, dass kein Wasser reinläuft, eine echt beschossene Kanone. Und auch zu diesem Rennlein gehört natürlich. Ich muss mich wundern, wie viele Teilnehmer überhaupt in Mindelheim zusammenkommen. Ich glaube, bald jeder Mindelheimer hat schon mal mitgemacht bei euch beim Frunzbergfest, oder? Es sieht so aus. Es ist auf jeden Fall sicher, dass kaum ein Mindelheimer ungeschoren davon kommt. Darf man mitmachen? Ist das eine Ehre? Oder? Es ist bei vielen eine Ehrensache und es ist bei ganz, ganz vielen Leidenschaft. Man muss eigentlich mitmachen, wenn man es daheim nicht mehr aushält. Und man muss Mindelheimer sein, um mitgehen zu dürfen? In einem Fähnlein zum Beispiel? Ganz so streng sind wir nicht. Wir nehmen auch Gäste auf, wenn die sich hier einbringen wollen und wenn sie sagen, ich mache auch das Ganze mit. Es ist ja nicht nur, dass man im Festzug mitgeht, man muss ja auch das Lager aufbauen und für viele Dinge sorgen. Es ist schon ziemlich viel Arbeit dahinter auch. Und wer das mitmachen will, der ist willkommen. Wo viele Landsknechte sind, gibt es natürlich auch wieder viele Marketenderinnen und hübsche Damen, die mitgehen. Rosswagen hinten. Da sieht man, was alles dazu gehört. Sind Körbe drauf. Kochgeschirr, Werkzeug wahrscheinlich, die italienischen Edeldamen und Herren in schönen italienischen Renaissance-Kostümen, Landleute jetzt. Da bauen sich eine richtige neue Städtepartnerschaft an, glaube ich. Das sieht gut aus, dass sich eine engere Beziehung auftun könnte zwischen Mindelheim und San Genesio, zumindest eine gute Freundschaft. Ein Wagen, auf dem vielleicht früher eher Getreide mitgefahren worden ist? Ja, ich glaube eher, dass der aussieht, als hätte man da jemand reinlegen können. Oh. Das heißt, ein Krankenwagen? Das könnte ein Krankenwagen sein. Man hat ein paar Spießen da draufgelegt. Marotwagen, sagt man. Marode Wagen, genau. Da ist jetzt keiner drauf. Die schauen alle nicht marot aus. Ja, denen geht's Gott sei Dank gut. Oh, jetzt im Hintergrund tut sich aber was jetzt. Man sieht schon die rot gewandeten Herren im Hintergrund. Das heißt? Ja, es klang jetzt nicht so gut. Wir werden es gleich sehen da. Das sind die Steckenknechte. Man sieht schon, sie haben die Rundstäbe. Das ist die Lagerpolizei, die im Auftrag von Profoss und Schultheiß für Recht und Ordnung sorgt. Und die Landsknechte waren ein sehr widerspenstiger Haufen und man musste da wirklich mit Brachialgewalt dafür sorgen, dass er im Glied blieb, dass er führbar war. Er ist jetzt auch in die Schandgeige eingesperrt, auf Tage oder? Das kommt darauf an, was er angestellt hat. Das ist da vorne mit seinem Richtschwert. Einer, der zum Zeichen seiner Gerichtsgewalt ein Schwert dabei trägt. Der Mönch gehört dazu, der muss die letzte Beicht abnehmen, wenn es zum Schlimmsten kommt. Geschlagen werden, ausgepeitscht. Er folgt ja nicht. Für welche Verbrechen kommt man in so einer Schandgeige rein? Unbotmäßiges Verhalten, Eifersuchtsgeschichten, Streitigkeiten unter den Knechten. Verrat war Schlimmste. Und im Hintergrund hören wir wieder Bläser. Weitmännisch sehen sie aus. Im dunkelgrünen Gewand. Das Fest spielt wunderschön. Einen Schlager der Renaissance spielen sie hier. Eröffnet nun die Zugruppe E
Die Musikgruppe Oberrieden ist eine Gastgruppe. Ist eine Gastgruppe, ein Dorf in der Nähe von Mindelheim. Und hier sehen wir die Bauern und die Bäuerinnen. Das Landvolk ist ja ganz wichtig. Das ist der sogenannte Nährstand. Das sind die, die das Essen in die Stadt bringen. In die Stadt und zu den Leuten. Das waren die, über die die Kriege hinwegzogen. Man muss sich mal vorstellen, in der Schlacht von Pavia waren 30.000 Landsknechte. Dazu noch der Dross, das Ganze also doppelt, mindestens 60.000 Leute. Größer als eine Großstadt zu jener Zeit. Die mussten verpflegt werden und diejenigen, die es zu erleiden hatten, waren die Bauern. Eine gute Ernte war da wichtig und deswegen sehen wir hier schon die Erntedankrone. Genau, die Äpfel und das wird auch heute noch von unseren Bäuerinnen und Bauern geschmückt. Das ist ihr Ehrgeiz, da so einen schönen Wagen zu bringen. Die Ähren, wunderschön geflochten. Wenn so ein Heer von Landsknechten sich irgendwo niedergelassen hat, da war danach alles... Das war wie ein Heuschreckenheer, die haben alles weggefressen, kann man nicht anders sagen. Wobei wieder wir in unserer Gegend in Mindelheim eigentlich gute Glück hatten, sagen wir es mal so. Auch der Stadtherr hat natürlich geschaut, dass seine Landsknechte nicht seine eigenen Leute aussaugen. Wie standen die Bauern zu Frunsberg? Das war ein etwas kritisches Verhältnis, vor allem 1525 in den Bauernkriegen. Frunsberg hat sich nie als Bauern schlechter aufgetan. Er hat immer versucht zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass sie abziehen durften, dass es nicht zum Äußersten kommt. Außer die Bauern wollten das unbedingt haben. Und er hat hier in seiner Herrschaft gab es so gut wie keinen Bauernaufstand. Das ist ein gutes Zeichen. Die Mindelheimer Jugendkapelle. Kostüme haben sie an, so Hänger, Rockkostüme mit den langen Ärmeln, die runterhängen. Das ist eigentlich noch im Typus des späten 15. Jahrhunderts oder um 1500. So was haben wir auch in Italien. Und dahinter übrigens auch interessant, die Fahnenschwinger, das sind einmal ganz, ganz junge. Das sind die ganz kleinen Fahnenschwinger, die vielleicht dann den Ehrgeiz entwickeln, mal in die große Fahnenschwingergruppe reinzukommen, mit ihren Zottelarmen. Aus der Grundschule in Mindelheim sind die. Die kommen aus unserer Grundschule und die werden von den Lehrerinnen eingeübt und machen das mit einer ganz tollen Begeisterung her. Aber jetzt sind sie ein bisschen müde, sieht man. Also müssen natürlich auch lang warten, wenn sie am Ende des Zuges mitspazieren. Klar, müssen lang geduldig sein. Die Stadtwache auch traditionell gekleidet, schwarz und gelb. Schwarz und gelb, genau. Er achtet mit Argusaugen. Sie haben hellen Barten, wie man hier sieht, also die Nahkampfwaffe. Naja, er schaut so aus, als ob er sich auslösen könnte. Ein stattlicher. Ja, können es nur hoffen. Sie rücken ihm schon sehr nah auf den Leib jetzt. Die Stadtwache übrigens ist auch ein ganzer Verein. Was sind die normalerweise für einen Verein? Das ist der Alpenverein, die traditionell die Stadtwache machen. Aha, Josef Miller hat kurzzeitig einmal Angst gekriegt, dass er auch in den Wagen muss. Aber jetzt Gott sei Dank schon besetzt. Diese Gruppe hier sind noch mal ein paar Bürgerinnen und Bürger. Ja. Das sind die Frauen, die zu den Stadtwachen dazugehören, also Bürgersfrauen. Wir kommen schon langsam zum Ende des Festzuges. Was erwartet die Leute noch in der nächsten Woche und auch am nächsten Wochenende? In der nächsten Woche sind abends laufend Veranstaltungen, Theaterspiele, große Konzerte in den Kirchen. Wir führen Monteverdis Marienfestbar auf in der Jesuitenkirche, ein gewaltiges Erlebnis. Lenia Sonoro spielt. Das Spießrecht findet noch ein paar Mal statt und nächstes Wochenende läuft wieder voll das Altstadtfest mit allem drum und dran, mit dem großen Festspiel im Kreuzklosterhof. Es ist also wieder immens viel geboten, sodass man Mühe hat auszuwählen, wo man denn jetzt hingehen kann, weil überall kann man ja nicht sein. Und auch der Umzug wird nochmal stattfinden. Der Umzug am kommenden Sonntag um 14 Uhr wieder. Und dahinter hören wir schon Glocken. Was kommt da noch?
da sieht man jetzt die große Glocke Mindelheims, unser Wappensymbol. Darauf steht nur Einklang bringt Wohlklang, unser Wappenspruch. Den auch der Bürgermeister um die Amtskette herum hat. Genau. Das war der große Festumzug zu Ehren von Georg von Frundsberg und das war ein kleiner Einblick in das, was in Mindelheim noch über eine Woche lang passiert. Wenn man am nächsten Sonntag beim Festzug dabei sein will, Herr Schädler, ab wann sollte man am besten schon da sein? Um 2 Nachmittag geht's los? Es geht los um 14 Uhr Nachmittag. Es wäre gescheit, wenn man um 1 oder um 1:30 schon da ist. Also wenn man Schattenplatz will, um 12:30. Und es gibt natürlich viel zu erleben rund um Mindelheim. Man muss auch einen kleinen Obolus zahlen. Ja, der Eintritt kostet 4 Euro, der mäßig Kinder kommen billiger rein. Aber sobald man in der Stadt drin ist, kann man alles erleben, alles frei Haus. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mindelheimern, bei euch, für eure Gastfreundschaft. Es war wunderschön hier und wir freuen uns, wenn Sie es nächste Woche live erleben. Dabei noch gute Unterhaltung im Bayerischen Fernsehen. Servus, schönen Abend. Sehr gut. Hoch über Mindelheim herrscht Georg.